Einen wunderschönen guten Abend. Ich wollte mich mal bei euch zurückmelden. Jetzt sind es nur noch ein paar Tage, bis wir nach Hause kommen. Und ja, ich habe mir heute überlegt, dass ich euch heute für mich das Emotionalste, was mir in diesen 5 Jahren passiert ist, euch heute erzähle, weil es für mich ja, ganz, ganz viele Überlegungen gab, wie ich mich, ja, die ich hier einfach noch ein bisschen mehr habe, wo ich einfach mehr habe in mich gehen können. Und ja, das ist eine Geschichte, die einfach, die kann man nicht einfach so mal zwischendrin erzählen. Das ist die Geschichte, die um meinen Sohn geht. Ich sage ganz bewusst mein Sohn. Ich habe euch ja das letzte Mal erzählt, ich hätte nicht mehr schwanger werden können. Es war dann so, dass ich mich damals von meinem Narz im Januar 2015 getrennt habe, weil er mir auf dem Kauflandparkplatz die Nase gebrochen hat. Meine Kinder saßen im Auto und ich hatte das Glück, dass meine Nase zuvor schon gebrochen war und dadurch meine Nase, wie wenn Gott die Hände drüber gehalten hat, nicht geblutet hat. Das heißt, vorm Auto passiert und die Kinder haben nur anhand meiner Reaktion gemerkt, dass irgendwas wieder passiert ist. Und das war ganz früh morgens und ich war ganz ruhig und habe gesagt, bitte fahr mich nach Hause, und habe mich dann wie abermals von diesem Narzissten wieder getrennt und habe ein paar Wochen später habe ich eine neue Arbeitsstelle angefangen und ja, bin dann damals mit meinem ehemaligen Chef zusammengekommen. Das war die Geschichte, wo ich zu euch gesagt habe, ich bitte euch darum, fangt nicht zu früh mit jemandem Neuen eine neue Beziehung an, weil ich habe ihm damals sehr, sehr weh getan. Ich habe ja einfach eine Grenze überschritten, die ich nie überschreiten wollte. Ich habe einem anderen Menschen sehr weh getan, der wirklich was für mich empfunden hat. Ich würde das heute nie wieder so machen. Aber auch da hat es mir gezeigt, mit welcher Art Mensch ich da zu tun hatte. Von daher hatte das schon seinen Sinn. Ich habe dann, als ich mit ihm im Urlaub zusammen war, ganz, ganz viel Alkohol getrunken und habe in dieser Nacht meinen ehemaligen Narz wieder angerufen, weil ich einfach diese Gefühle des Vermissens nicht mehr ausgehalten habe. Und ich bin dann, nachdem ich wieder mit ihm zusammengekommen bin, 2 oder 3 Wochen später schwanger geworden. Ich war damals, wie gesagt, so geschockt über das Ganze und konnte einfach das nicht glauben. Ja? Also das war für mich wie aus dem Nichts. Das war, wir waren damals, ich werde das niemals vergessen, auf dem Helene Fischer Konzert, und da war ich vielleicht in der 3. Woche höchstens. Und da sagte er zu mir, du siehst schwanger aus. Und ich war völlig, ich habe ihn ausgelacht. Ja, ich habe mir erstmal dann Caipirinha bestellt und habe erstmal was getrunken und habe nur so gedacht, ja, ja. Also ich kann das nicht beschreiben. Ja, und dann kam die Situation, da wird mein Atem schon ein bisschen stockiger, weil ja, es kam dann die Situation, dass wir, bevor wir von der Schwangerschaft erfahren haben, Urlaub gebucht hatten, relativ schnell, nachdem wir wieder zusammengekommen sind. Und ich habe bei meinen beiden vorherigen Schwangerschaften immer ganz, ganz schlimm mit Panikattacken zu tun hatte. Das hat daran gelegen, dass mein Körper die Hormonumstellung nicht, also mein Körper kam mit dieser Hormonumstellung nicht klar. Und beim Kelvin hat das in der 19. Woche angefangen, bei Angelina schon relativ schlimm früher in der 15. Woche. Und es war dann so, nachdem ich es dann erfahren habe, hat es bei mir natürlich auch psychisch bedingt viel, viel früher angefangen, dass ich diese Panikattacken wieder bekommen habe. Und es war ja dieser Urlaub geplant. Und wir waren damals in Aschaffenburg gewesen und haben an einem Sonntag, also Samstag sollte es losgehen, und wir waren sonntags in Aschaffenburg, nee, in Seligenstadt, Entschuldigung, in Seligenstadt. Und wir haben damals so einen Sonntagsausflug gemacht und wir waren alleine. Und er hatte dann, da waren die Panikattacken schon da, er hatte dann mir in einem Restaurant, hat er mich völligst niedergemacht. Er kann nicht nach mir gucken im Urlaub, er muss nach seiner Tochter gucken, er kann für mich nicht da sein und er wird auch nicht für meine Kinder da sein in dieser Zeit. Ich brauche mich überhaupt nicht, brauche überhaupt nicht zu denken, dass er da sein wird.
Und für mich war das dann, also das hat das alles noch verschlimmert. Und ich hatte dann einfach diesen Gedanken auch immer mehr, dass ich einen Julian nicht bekommen werde. Ich war dann bei mehreren Stellen, bei der Caritas, bei ganz, ganz vielen anderen Stellen und habe das erklärt und habe meine Panikattacken erklärt. Und jeder, der schon mal Panikattacken hat, weiß, wie man sich dabei fühlt. Und ich habe dann erklärt, dass ich hin und her gerissen bin und dass ich ja auch nicht mehr so viel Zeit dann hatte, ja, weil es ja nur bis zur 12. Schwangerschaftswoche möglich gewesen ist. Und habe dann in dieser Zeit gesagt, okay, egal wie, ich fliege einfach in den Urlaub und dann ist die Zeit ja verstrichen und dann werde ich dieses Kind bekommen. So waren meine Gedanken in dieser Woche. Natürlich hat mich dieser Sonntag, das hat mich verrückt gemacht. Ja, einfach diese Angst, ich habe zwei Kinder dabei, kleine Kinder dabei zu dem damaligen Zeitpunkt noch. Ich konnte mich nicht adäquat um sie kümmern, weil diese Panikattacken musste ich ja aushalten, weil ich ja in der Schwangerschaft auch keine Medikamente nehmen konnte. Und dann kamen wir an den Punkt, wo wir freitags nochmal ins Fitnessstudio gegangen sind. Ich habe damals, ich muss dazu sagen, alles getan, um dass sich das von selber praktisch erledigt. Ja? Ich habe ganz, ganz viel Sport gemacht. Ich habe wirklich versucht, wie soll ich das erklären? Ja, einfach Gott entscheiden zu lassen, kriege ich dieses Kind oder kriege ich dieses Kind nicht? Und habe gedacht, wenn ich ganz, ganz viel Sport mache und Fahrrad fahre, dann vielleicht ergibt sich das dann von selber, wird dieses Problem mir selber genommen. Und es war dann so, dass ich an dem Freitag ging es mir wieder so schlecht. Und da hat er im Fitnessstudio, ich kam aus dem Solarium, ich hatte es damals trotzdem ein Handtuch über meinen Bauch gelegt und war im Solarium. Und er hat dann zu mir gesagt, er fände es besser, wenn wir nochmal zum Arzt gehen, bevor wir in Urlaub fliegen dann am Samstag. Und ich habe dann gesagt, ja, das ist in Ordnung und vielleicht kann man doch irgendwas medikamentös machen. Und habe dann gezittert und einfach diese Panikattacken haben mich auch nächtelang nicht schlafen lassen. Und wir sind dann in die seelische Ambulanz für Gesundheit nach Groß-Umstadt gefahren, wo ich ja auch angebunden war, weil ich ja zuvor auch schon 12 Wochen in der Tagesklinik war. Die kannten also mein Problem. Und ich hatte damals meine ehemalige, also die für mich zuständig war, die Ärztin, die war auch an diesem Tag da. Und ich bin dann mit ihm rein und habe dann geweint und war völlig aufgelöst. Und es ging um diese Panikattacken. Und dann wollte er sie alleine sprechen. Dann hatte er gesagt zu der Ärztin, dass er vermutet, dass ich mir das Leben nehmen will. Worauf die Ärztin gesagt hat, dass sie mich natürlich nicht mehr aus dieser Klinik rauslassen kann. Ich war völlig am Ende. Ich habe gesagt, das ist nicht der Wahrheit entsprechend. Ich bin hier, weil ich Panikattacken habe und weil ich morgen mit meinen Kindern, das war Freitag, Samstagabend, wenn wir geflogen, mit meinen Kindern in den Urlaub fahren möchte und möchte eine Hilfe haben, dass ich das hinbekomme. Und daraufhin hat sie zu mir gesagt, Frau Beck, wir können Sie nicht mehr hier rauslassen. Und heute weiß ich einfach, dass er das getan hat, damit er mit seiner Tochter alleine einen wunderschönen Urlaub haben kann. Und die gestört hat, abgeschoben wurde. Jetzt war ich zu Hause. Meine beiden Kinder haben sich auf den Urlaub gefreut und ich kam nicht mehr aus dieser Klinik raus. Das hat mich natürlich so verrückt gemacht, dass ich auf dem Boden gekniet habe. Ich habe gebettelt, ich habe gebittelt, ich habe gesagt, bitte, das kannst du mir doch nicht antun. Und die Ärztin hat wohl zu ihm gesagt, ich brauche jetzt ganz viel Ruhe. Und das hat er zum Anlass genommen, um zu sagen, er fährt jetzt mit seiner Tochter alleine in Urlaub. Und ich habe das nicht geglaubt. Ich habe gesagt, das kann er mir jetzt nicht antun. Und habe gesagt, bitte, du kannst mich jetzt in dieser Situation nicht alleine lassen. Das ist unser Kind, das ist unsere Verantwortung. Bitte, 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 tu mir das nicht an. Und ich habe ihn angefleht. Und das habe ich natürlich vor den Ärzten gemacht. Und das hat die Ärzte ja noch mehr bestärkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und ich bin dann mit ihm rausgegangen, weil die haben dann, also ich musste das ja klären mit der Reise und die hatten mich dann so weit, dass ich die Reise nicht antreten kann, weil es mir auch nicht gut ging. Und ich musste ja klären, wo bleiben meine Kinder in der Zeit? Ja, es war ja alles geplant. Gott sei Dank hat mein Ex-Mann
so lieb wie er war, beide Kinder abgeholt. Mussten die Kinder auch überhaupt das verstehen, was da jetzt los ist. Die Mama muss im Krankenhaus bleiben, das waren ja schon die ersten Ängste. Unser Urlaub ist hinüber. Und ja, ich hatte ja noch meine zwei Hunde, das musste alles geklärt werden. Und wir sind dann rausgegangen und dann hat er gesagt, ich soll jetzt bitte, also sollte da anrufen wegen dem Urlaub. Und ich hätte es ja clever machen können und hätte einfach, weil ich die Reiseanmelderin war, alle Urlaube stornieren können. Da hätte ich ja die Macht gehabt. Das hätte ich niemals getan, ja. Ich habe wirklich erwartet, dass er mich stützt in dieser Situation. Das ist ganz, ganz schwer für mich, das wiederzugeben, weil das ganz, ganz viel Kraft kostet, das Ganze nochmal durchzugehen. Er hat dann damals mich den Urlaub von den Kindern und von mir stornieren lassen. Ja, auf No Show ist das ja rausgelaufen, weil man ja 24 Stunden ist es ja wie wenn man die Reise nicht antritt praktisch. Das heißt, wir hatten 100% Stornokosten. Und ich habe dann gesagt, okay, ich bleibe. Und ich vergesse niemals diesen Moment, wo ich auf der Treppe auf der Bank saß und er guckte mir ganz tief in die Augen und sagte zu mir, es ist besser, wenn du das Kind abtreiben lässt, weil so eine psychisch kranke Mutter wie dich braucht kein Kind. Und ist aufgestanden und ist gegangen. Und ich muss mich erstmal einen Moment. In diesem Moment bin ich zurück in die Klinik und hab nur gedacht, okay, der Flugzeug geht erst morgen, das wird er sich überlegen. Und ich bin dann heimgefahren und hatte ganz liebe Freunde, die mich dann wieder hin und her gefahren haben. Und an diesem Abend, wo er dann geflogen ist, wo ich wusste, das Flugzeug ist gegangen, bin ich so zusammengebrochen. Und ich habe dann gesagt, ich kann dieses Kind einfach nicht bekommen. Es geht einfach nicht. Ich habe einfach diese ganzen Wirrwarr-Gefühle in mir, diese Angst, diese ganzen, ja, dieses außer Kontrolle, dass ich nicht weiß, wo oben und unten ist und noch ein Kind. Und ich konnte ja für meine zwei Kinder kaum noch in diesen Situationen sorgen. Und dann habe ich an diesem Abend, wo er dann weggeflogen ist, jeder weiß, dass 0,5 Milligramm Tavor schon eine Menge ist. Ja, habe ich 2,5 Milligramm Tavor genommen. Musste ich nehmen. Die Krankenschwester hat neben mir gesessen. Ich durfte dann auch nicht mehr aufstehen. Und ich hätte bei einer geringeren Menge überhaupt nicht mehr, wäre gar nicht zur Ruhe gekommen. Ich war so aufgewühlt. Und ich habe dann damals für mich entschlossen, ich kriege den Julian nicht. Und hatte dann, dadurch, dass die seelische Ambulanz mit dem Krankenhaus zusammenarbeitet und die genau nebeneinander waren, habe ich dann gesagt, okay, ich brauche ganz schnell einen Termin, weil ich wollte das Ganze auch nicht mehr rauszögern. Und war es so, dass ich den Termin hatte und jede Frau muss ja, bevor sie diese Abtreibung macht, muss sie sich ja nochmal ein 3D-Ultraschallbild anschauen. Und ich bin dort hingekommen und ich habe von der Dame, die war so lieb, diese Krankenschwester, die hat mir so ein Herzform geschenkt als Kissen. Und die hat mir das gegeben und hat gesagt, ich soll mich drauflegen und sie versteht meine Entscheidung. Und da habe ich ihr das erzählt und dann hat sie mir dieses 3D-Ultraschallbild gezeigt und ich habe gesagt, nee, die Beine, alles ist genauso wie heute. Und ich habe gesagt, in diesem Augenblick, wo ich dieses 3D-Bild gesehen habe, habe ich gesagt, nee, das ist mein Kind und es ist nicht unser Kind. In diesem Moment habe ich für mein Kind entschieden. Und in diesem Moment war klar für mich, Julian wird kommen, ja. Und ich habe nur gesagt, weil er eine Tochter hat und ich das Glück habe, dass meine Kinder alle so aussehen wie ihre Väter, dass ich bitte, lieber Gott, lass mich kein Mädchen kriegen, weil das hätte ich nicht ertragen. So ein Ebenbild von seiner Tochter, mit der ich ja damals auf Kriegsfuß stande, ja, dass ich sowas bekomme. Und
glaube, 2 oder 3 Wochen später, ich war noch nicht mal in der 14. Schwangerschaftswoche, hat die Ärztin gesagt, also sie möchte sich nicht 100% festlegen, aber sie ist davon überzeugt, dass es ein Junge wird. Und das war in diesem Moment mein Kind. Und ich möchte euch einfach sagen, dass in diesem Moment so viele Gefühle in mir waren. Also es war, die ganze Schwangerschaft war schlimm. Ich hatte Panikattacken. Ich musste trotz allem medikamentös eingestellt werden. Ich war trotzdem immer hin und her gerissen. Ich wollte ihn nicht haben an einem Tag. An dem anderen Tag war es mein Kind. Und dann habe ich gespürt, er hat in der Schwangerschaft, als wir das Kinderzimmer aufgebaut haben, hat er mir mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen, als meine Mutter draußen war, das Kinderzimmer gestrichen hat. Ja, er hat immer wieder Streit gesucht. Er hat mich in der Schwangerschaft fertig gemacht. Er hat immer an der Vaterschaft gezweifelt, obwohl der, mit dem ich zuvor zusammen war, sterilisiert war und das ja auch nur 8 Wochen waren. Und das hätte niemals sein können, dass das sein Kind ist. Ja? Und er hat am Ende trotzdem einen Vaterschaftstest gewollt, obwohl es eindeutig vom Gesicht sein Sohn war, und sagte am Schluss, als er den Vaterschaftstest hatte, habe ich doch gewusst, dass es mein Kind ist. Und keine Entschuldigung für all das. Und diese Gefühle, die in mir waren, die waren so zerstreut, dass ich am letzten Tag vor der Geburt von Julian bei meiner Freundin Doro saß und gesagt habe, Doro, ich will dieses Kind nicht. Und heute könnt ihr das vielleicht verstehen, warum der Julian, ich liebe alle meine Kinder und ich liebe auch alle meine Kinder gleich. Aber dieses Gewissen, was ich meinem Sohn gegenüber habe, dieses Gefühl, dass ich ihn in der Zeit nicht haben wollte, dieses Gefühl ist so stark in mir noch, dass ich habe eh eine besondere Bindung zu ihm, weil ich immer sage, er ist das Positive, was ich damit rausgenommen habe. Aber einfach dieses Gefühl, er ist meins und ich muss ihn beschützen und ich liebe ihn über alles, ja. Aber anders wie meine anderen beiden, weil meine anderen beiden habe ich gewollt und ihn konnte ich konnte ihn auch in der Zeit, wo er gegen uns beide gegangen ist, nicht beschützen. Und das ist auch was, wo ich heute sage, das ist schlimm für mich als Mama, weil ich weiß, er ist auch körperlich gegen uns beide gegangen, ja. Und er hat nicht davor zurückgescheut, dass ich ihn auf den Arm habe, währenddessen er mich durchs Geschäft geprügelt hat in der Türkei und lauter solche Dinge. Und ich möchte euch einfach sagen, dass dieses Gefühl, diese Schande, dann wieder zurückgegangen zu sein. Ja, ich bin ja danach, nachdem ich dann 9 Tage in der Psychiatrie war, ich war ja in der geschlossenen Psychiatrie, bin ich mit offenen Armen, habe ich ihn wieder genommen. Und dafür schäme ich mich heute, ja, und das ist trotzdem in mir, versteht ihr? Und ich möchte euch einfach sagen, ihr seht anhand dessen, was ich euch zeige, dass ihr wieder ein normales Leben führen könnt. Auch wenn ihr ganz, 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 ganz tief in dieser ganzen Situation drin seid. Entschuldigung. Da könnt ihr trotzdem fühlen, dass... Also daran sehen einfach, dass ich auch so tief da drin gewesen bin. Und auch wenn ihr Kinder mit ihm habt, dass ihr merkt, dass ihr da wieder rauskommen könnt. Und das ist einfach das Einzige, was ich euch zeigen will. Anhand, wenn ich euch Bilder von uns zeige und zeigen, dass aus was, wo du niemals denken kannst, dass du es schaffst, dass du so viel Energie rausziehen kannst und Freude dran haben kannst. Versteht ihr? Das ist mein Wunsch, dass ich euch das mitgeben kann. Ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen beruhigen und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Und am Dienstag werde ich wieder für euch da sein um 18 Uhr. Und ich drücke euch alle ganz, ganz lieb. Und ja, es war mir einfach ein Bedürfnis, euch das so wiederzugeben, so wie ich das empfunden habe und so wie ich es erlebt habe. Und ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt. Tschüss, ihr Lieben.